Shalom zusammen und Gottes Segen durch den König Israels, den Messias Jesus Christus. Den Krieg im Nahen Osten würde ich wahrscheinlich etwas neutraler sehen, wenn ich kein Christ wäre, doch da ich seit knapp 17 Jahren ein Christ bin, kann und will ich nicht neutral sein, weil mein Gott, der Gott der Bibel, auch nicht neutral ist. Wie könnte der Gott, der im Alten und im Neuen Testament als Gott Israels bezeichnet wird, auch neutral sein, und wie könnte ich es dann sein, wenn mein Gott es nicht ist? Mir tun die Zivilisten, die durch den Krieg und den Terror der Hamas vor allem ihr Leben verlieren, unendlich leid, genauso wie deren Angehörige, die diesen Verlust ertragen müssen, egal ob es Juden oder Muslime sind. Diejenigen, die sich über das Blutvergießen durch den Terror der Hamas freuten und freuen, taten und tun dies im Namen Palästinas. Sie sagen, das Land Israel sei Palästina. Die Juden würden es besetzen und müssen deswegen getötet oder vertrieben werden. Was heißt Palästina? Es kommt von den Römern. Die Römer zerstörten die alte Nation Israel und Judäa, schlachteten unzählige Juden ab und führten andere als Gefangene ins Exil. Und um den Namen und die Erinnerungen an Israel auszulöschen, benannten sie das Land um, und zwar nach den alten Feinden Israels, die man die Philister nannte. Die Philister waren ein altes und brutales Volk, und Goliath war einer von ihnen, der wiederum von David besiegt wurde, dem zweiten König Israels. Das Wort Palästina ist Teil eines Krieges gegen die Verheißung, die Gott gegeben hat, und gegen den Willen Gottes. Das Wort Palästina zu verwenden und vom Land Israel zu sprechen bedeutet, an einem Krieg teilzunehmen, der gegen das Wort, die Verheißung und den Willen Gottes verstößt. So wird berichtet. Der Name Palästina geht auf die Philister zurück. Die Römer reorganisierten nach dem Bar Kochba-Aufstand diesen Teil ihres Reiches und legten die Provinzen Syria und Judäa zur Provinz Syria-Palästina zusammen. Im Jahr 193/194 wurde diese Provinz wieder geteilt, unter anderem die Provinz Palästina geschaffen. Dieser Name hat sich für die Region durch die byzantinische, arabische und osmanische Zeit gehalten. Die heutigen Palästinenser tragen ihren Namen nach dieser Region. Wahrscheinlich wissen die meisten sogenannten Palästinenser nicht einmal, dass ihr Name auf den Willen des Römischen Reiches zurückgeht, auf Ungläubige aus deren Augen. Auch in einem Artikel vom 29. Oktober 2015 wurde berichtet, dass sich das Wort Palästinenser von den Philistern ableitet, was die archäologischen Aufzeichnungen ebenfalls bestätigen. Wir befinden uns also erneut in einem Kampf zwischen David und Goliath, und David wird auch diesmal siegreich sein, nämlich durch Israel. Die Terrororganisation, die Israel aus dem Gazastreifen zurzeit in Atem hält, heißt Hamas. Das hebräische Wort Hamas bedeutet, wie wir hier sehen können, so viel wie Gewalt ausüben, Gewalt ausgeübt, absetzen, bloßstellen, verletzen, gewaltsam behandeln oder auch Unrecht, denn die Hamas hat in der Tat Unrecht, wenn sie meint, gegen den Willen Gottes und im Namen eines falschen Gottes in den Krieg gegen Israel zu ziehen. Im Psalm 55, Vers 10 taucht das Wort Hamas auf, wo es heißt: Vertilge sie, Herr, entzweie sie in ihren Absprachen, denn ich sehe Gewalttat, Hamas und Streit in der Stadt. So wie aktuell im Gazastreifen, wo die Hamas ihr Unwesen treibt, und zwar nicht nur gegen Israel, sondern auch gegen die eigene Bevölkerung. Während der Name Palästina also auf die Römer zurückgeht, so hat der Name Israel andere Wurzeln, und die liegen bei Gott selbst. Schauen wir mal, wie und durch wen der Name Israel zustande kam und welche Bedeutung dieser Name und dieses Volk für andere Völker und Menschen haben sollte. So heißt es im 1. Buch Mose, Kapitel 35, Vers 10 und im 4. Buch Mose, Kapitel 24, ab Vers 5. Und Gott sprach zu ihm: Dein Name ist Jakob, aber du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel soll dein Name sein. Und so gab er ihnen den Namen Israel. Wie schön sind deine Zelte, Jakob, deine Wohnungen, Israel. Er kauert sich nieder, um zu lagern wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will ihn aufwecken? Gesegnet sei, wer dich segnet, und verflucht, wer dich verflucht. Es war also Gott selbst, der Jakob den Namen Israel gegeben hat, und nicht etwa ein Mensch. Wer Israel segnet, wird Gott zu einem Segen machen, doch wer Israel verflucht, der wird von Gott verflucht werden, früher oder später. Auch im Buch Obadja kommt das Wort Hamas vor, denn in Kapitel 1 ab Vers 10 heißt es: Wegen der Grausamkeit, Hamas, gegen deinen Bruder Jakob, also Israel, soll dich Schande bedecken. An jenem Tag, als Ausländer zu deinen Toren einzogen
und das Los über Jerusalem warfen, da warst du auch wie einer von ihnen. Doch was bedeutet es, das Los über Jerusalem zu werfen? Schauen wir dazu einmal ins Buch Joel, wo es um eine Prophezeiung geht, wenn Gott die Nationen richten wird. So heißt es in Joel Kapitel 4, Vers 1. Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Geschick Judas und Jerusalems wende, da werde ich alle Heidenvölker versammeln und sie ins Tal Josaphat hinabführen, und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, weil sie es unter die Heidenvölker zerstreut und mein Land verteilt haben und weil sie über mein Volk das Los geworfen haben. Und genau das ist auch die Agenda der Vereinten Nationen, nämlich das Land Israel aufzuteilen wie ein Kuchen und sogar Israels Hauptstadt Jerusalem aufzuteilen, was nicht etwa der Wille Gottes ist, sondern der Wille seiner Feinde. Als am 14. Mai 1948 durch eine Abstimmung bei den Vereinten Nationen der Staat Israel ausgerufen wurde, schrieb die Palestine Post damals, Zitat, »Der Staat Israel wurde geboren«. Und so heißt es auch in Jesaja 66, Vers 8. Wer hat je so etwas gehört? Wer hat etwas derartiges gesehen? Wurde je ein Land an einem Tag zur Welt gebracht? Ist je ein Volk auf einmal geboren worden? Denn Zion hat Wehen bekommen und zugleich ihre Kinder geboren. Dass der Gazastreifen Israelis verschleppt und als Geiseln nach Gaza gebracht hat, darunter auch Kinder, ist nichts Neues, denn dies geschah bereits in der Bibel, nämlich mit Simson, wofür Gaza damals teuer bezahlt hat. So wird in Richter Kapitel 16, Vers 28 folgendes berichtet. Simson aber rief den Herrn an und sprach, »Mein Herr, Herr, gedenke doch an mich und stärke mich doch, o Gott, nur diesmal noch, damit ich mich an den Philistern, den Palästinensern, mit einem Mal für meine beiden Augen rächen kann.« Und Simson sprach, »Meine Seele sterbe mit den Philistern.« Da neigte er sich mit seiner ganzen Kraft, da fiel das Haus auf die Fürsten der Philister. Und so werden auch die Häuser der Fürsten der Hamas-Terroristen bald zusammenfallen wie ein Kartenhaus, weil Israel ein Ass im Ärmel hat, nämlich den Gott Israels. Der Hamas-Angriff auf Israel geschah genau 50 Jahre nach dem Yom Kippur-Krieg im Jahr 1973, als Ägypten, Syrien und andere arabische Staaten Israel den Krieg erklärten, was kein Zufall ist. Denn so wie jeden Samstag der Sabbat geheiligt wird, so gibt es alle 7 Jahre eine sogenannte Schmita und alle 50 Jahre das Hall bzw. Jubeljahr. Im dritten Buch Mose, Kapitel 25, steht ab Vers 8 geschrieben, »Und du sollst dir 7 Sabbatjahre abzählen, nämlich 7 mal 7 Jahre, so dass die Zeit der 7 Sabbatjahre 49 Jahre beträgt. Und ihr sollt das 50. Jahr heiligen und sollt im Land eine Freilassung ausrufen für alle, die darin wohnen. Es ist das Halljahr, in dem jeder bei euch wieder zu seinem Eigentum kommen und zu seiner Familie zurückkehren soll. Der Yom Kippur-Krieg im Jahr 1973, also vor 50 Jahren, begann an einem Samstag, also an einem Sabbat, nämlich am ersten Sabbat im Monat Oktober. Der Angriff der Hamas begann am 7. Oktober 2023, ebenfalls an einem Samstag, also an einem Sabbat, nämlich am ersten Sabbat des Monats Oktober. Wie der Name schon sagt, begann der Yom Kippur-Krieg an einem biblischen Fest, genauso wie der Hamas-Angriff auf Israel 50 Jahre später. Die Hamas-Terroristen freuten sich über ihre Anschläge gegen Israel und die ermordeten Juden, wie Kinder sich an Weihnachten über Geschenke freuen. Auch dies ist nichts Neues, denn die Palästinenser, also die Philister, haben sich schon in biblischen Zeiten über das Leid Israels gefreut, zum Beispiel über den Tod von König Saul, dem ersten König von Israel. So heißt es im zweiten Buch Samuel, Kapitel 1, Vers 17. Und David stimmte dieses Klagelied an über Saul. Deine Zierde Israel liegt auf deinen Höhen erschlagen. Wie sind die Helden gefallen? Berichte es nicht in Gat. Verkündet es nicht auf den Straßen Aschkelons, dass sich nicht freuen die Töchter der Philister. Ebenso heißt es in Jesaja Kapitel 14, Vers 28. Im Todesjahr des Königs Ahas ist dieser Ausspruch ergangen. Freue dich nicht ganz, Philisterland, also die Palästinenser. Jammere, o Tor, schreie, o Stadt. Verzage ganz, Philisterland. Denn von Norden kommt Rauch und eine lückenlose Schar. Was wird man den Boten des Heidenvolkes antworten?
dass der Herr Zions Grundmauern gelegt hat und dort werden die Elenden seines Volkes Zuflucht finden. Wer sich am Leid anderer Menschen erfreut, der handelt wahrlich satanisch, weil auch Gott in Hesekiel 33, Vers 11 sagte, dass er kein Gefallen am Tod des Gottlosen hat, sondern darin, dass er umkehrt von seinen bösen Wegen. Doch die Hamas in Gaza wird nicht umkehren von ihren bösen Taten, weswegen Gaza bald den Juden gehören wird. Der Prophet Zephania prophezeit in Kapitel 2, Vers 4 folgendes. Denn Gaza wird verlassen, wehe den Bewohnern des Landstrichs am Meer, des Gazastreifens. Du Philisterland, ich will dich so zugrunde richten, dass niemand mehr darin wohnen soll. Und dieser Landstrich soll dem Überrest vom Haus Juda als Erbteil zufallen, dass sie darauf weiden und sich am Abend in den Häusern von Aschkelon lagern sollen, denn der Herr, ihr Gott, der Gott Israels, wird sich ihrer annehmen und ihr Geschick wenden. Die Juden waren und sind sehr viel Hass und Antisemitismus ausgesetzt, doch Gott wird sich ihrer wieder annehmen und ihr Geschick wenden, während die Hamas ihrem Untergang entgegensieht. Auch in Jesaja 60, Vers 18 kommt das Wort Hamas vor, denn da heißt es, man wird in deinem Land von keiner Gewalttat mehr hören, von keiner Hamas. Diese Zeit ist noch nicht gekommen, aber diese Zeit wird kommen, während die Feinde Israels laut Psalm 83 ab Vers 4 folgende Absichten haben. Sie machten listige Anschläge gegen dein Volk. Sie sprechen, kommt, wir wollen sie vertilgen, dass sie kein Volk mehr seien, dass an den Namen Israel nicht mehr gedacht werde. Es gibt in der Tat nichts Neues unter der Sonne, denn die Pharaonen versuchten einst, Israel zu zerstören, Assyrien versuchte sie zu beseitigen, Babylon versuchte sie zu zerschlagen, Rom versuchte sie zu vernichten, die Nazis versuchten sie auszulöschen, die Sowjetunion versuchte sie zu eliminieren, die Hamas, die Mullahs im Iran und alle Terroristen auf der Welt versuchen Israel, wie wir gelesen haben, zu vertilgen, aber die Pharaonen sind weg, Assyrien gibt es nicht mehr, Babylon ist gefallen, das Römische Reich ist untergegangen, die Nazis haben verloren, die Sowjetunion ist zusammengebrochen und auch die Terroristen sind bald Geschichte, während die Nation Israel lebt, weil der Gott Israels lebt und für sein Volk eintritt. Im Psalm 122, Vers 6 und in Sacharja 12, Vers 9 steht geschrieben, bittet für den Frieden Jerusalems, es soll denen wohlergehen, die dich lieben. Und es wird geschehen an jenem Tag, dass ich, nämlich der Herr selbst, danach trachten werde, alle Heidenvölker zu vertilgen, die gegen Jerusalem anrücken. Wahren Frieden gibt es sowohl für die Juden als auch für die Araber und alle anderen Menschen auf der Welt, nur in und durch den König Israels, dem Licht der Welt, dem Friedefürst, dem Herrn der Herren und dem Sohn des lebendigen Gottes, Yeshua HaMashiach, Jesus Christus. Mögen alle Menschen auf der Welt ihre Herzen für Jesus öffnen und somit Frieden finden für ihre Seele. In diesem Sinne, lasst gerne ein Like da, kommentiert und teilt das Video, abonniert und unterstützt gerne den Kanal und zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Bibel und fragen Sie den wahren Gott um Erkenntnis, denn die Wahrheit kommt bald ans Tageslicht, der Messias Israels, der König der Könige, der Sohn des lebendigen Gottes, der Richter der Welt, Jesus Christus. Amen, Gott segne Israel und Gott segne uns Christen.